Habt ihr gehört, was passiert ist? Was denn? Ich wollte mich entschuldigen. Entschuldigen für was? Hä, haben die euch nichts gesagt? Nein, die haben uns nichts gesagt. Was ist denn, Schatz? Was ist passiert? Hau einfach raus. Boah, ich bin dir ehrlich, ja, wir hatten Sex. Wir haben beschlossen, wir sagen nichts, ne? Für mich bist du die einzige Interessante so im Haus. Sie wurde unter Druck gesetzt. Von wem? Und wurde, hat deshalb lügen müssen. Ja. So. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten, weil du weißt, ich hasse Lügen. Ich bin hochgegangen und gesagt, Dings, ich will das jedem sagen. Und ich hatte ja Sex mit den Gästen. Ja, okay. Und ich wollte halt nicht lügen, ich wollte es einfach jedem sagen. Und ja, es tut mir leid, dass ich euch eingelogen habe. Sie hat halt total Angst, dass wir alle total böse auf sie sind. Aber ich glaube, keiner ist böse auf sie. Du hattest so eine Lust, gell? Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, liegt's am Alkohol so. Nein, ich habe einfach so Bock auf dich. Was soll ich dann machen, Mann? Ich hatte auch Bock. Ja, aber der Sex war zu hart, Alter. Ich fühle mich so verarscht, weil ich wollte den, weißt du, ich schlafe den. Und dann geht er direkt zu Valentin, obwohl er mit mir Sex hatte. Boah, ich zitter gerade vor Wut, ne? Aber du hast halt Scheiße gebaut und du musst dir auf jeden Fall das eine oder andere anhören müssen, ne? Die anderen, die haben jetzt halt dieses Bild, das kriege ich. Das ist echt schon eine Krönung, was du da getrieben hast. Hätte ich nicht gedacht. Das ist das Maximum, was dir eine Frau geben kann. Und eine Frau, so, weißt du, und sie ist auf Liebe gegangen halt, ne? Kannst du mir mal sagen, was das soll? Kannst du mir sagen, was du mit ihr gemacht hast? Kannst du mir das mal sagen? Und nächstes Mal. Das ist die. Ich fick mein Leben. Nein. Die beiden sind in Love. Ach, Kacke. Halt uns das fick Scheißfresse, Alter. Mein Gott, ich schwöre, ich wusste, dass er so drauf ist. Das war für mich Schock des Jahres. Ich kann mich schon. Ficker!